Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und heute zeige ich euch mal wieder ein eingeschicktes Replay, was zumindest von den Stats her sehr, sehr cool aussieht. Und Admiral Akbar hat es wieder mal eingeschickt. Ich glaube, nicht das erste Mal, aber scheinbar kriegt er die ein oder andere gute Runde hin. Und zum anderen, es gibt noch nicht so viele, die Replay-Einsendungen machen. Beziehungsweise, wenn Replay-Einsendungen immer noch sehr fehlerbehaftet, weil dann auf einmal wieder die Screenshots nicht dabei sind. Das ist ja ganz essentiell, die drei Screenshots, beziehungsweise vier Screenshots, persönliche Wertung, Teamwertung, ausführlichen Bericht und Kreditpunkte und EP. Das will ich sehen, dass ich das am Ende anhängen kann. Also, wir schauen uns hier jetzt den Tier 9 oder das Tier 9 Schlachtschiff Iowa an. Er ist hier Top-Tier. Also von dem her, sollte ein Spaß haben und das Schöne an der Replay-Funktion ist, wir können ein bisschen Gas geben und beschleunigen das Ganze. So. Jetzt aber sind gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet worden. Er schießt zuerst mal auf die Atago, wie man sieht. Da kommt aber leider noch kein Hit an, die waren alle noch knapp daneben. Aber knapp daneben ist eben auch vorbei. Und jetzt hat er da die Amagi im Ziel, aber die Distanz ist sehr weit und der Winkel ist nicht so toll. Also das ist ein bisschen unangenehm, so zu schießen. Er, glaube ich, ist auch gerade am Hadern und warten noch, was er da machen soll. Ah, er kann zumindest mal schon eine Salve losschicken, weil natürlich die Granaten nicht besser werden, je länger sie da im Rohr liegen. Klar, 30 Sekunden Reload, man will natürlich trotzdem den bestmöglichen Schuss absetzen. Aber wie gesagt, gar nicht schießen irgendwann bringt auch kein Damage. Jetzt sieht man schon an der Beschussanzeige, jetzt bekommt er wohl auch langsam die Aufmerksamkeit der Gegner. Der war aber noch nicht wirklich spannend oder tragisch. Da sind sie noch abgeprallt, wie man auch am Sound gehört hat. Jetzt die Amagi. Jetzt ist sie ein bisschen schräger und zeigt ein bisschen mehr Seite. Das könnte jetzt schon mal ganz gut sein. Hit, den er da bekommt. Und er macht einfach mal knapp 22.000 Schaden. Sehr schön. Eine Zitadelle, drei Hits. Der tut dann schon weh. Langsam grooven sie sich jetzt aber auch auf ihn ein, wie man sieht. Die ersten 9.000 von 79.000 Hitpoints sind weg. Aber jetzt nochmal auf die Amagi. Die könnten sehr gut kommen. Hat jetzt nämlich wunderschön die Seite gezeigt. Und jetzt schauen wir mal. Oh, 40.000 Damage. Drei Zitadellen. Erstes Blut, vernichtender Schlag. Das ist der real shit. Das zeigt er mal, was so ein Schlachtschiff alles austeilen kann. Alter Verwalter. So, jetzt pinkt er da den A-Punkt an. Ich glaube, er will damit sagen, dass er cappen soll. Ja, er schreibt sogar, let's cap. Also er spricht auch mit dem Team. Auch das ist was, was nicht jeder Schlachtschiff bzw. World of Warships Kapitän macht. Finde ich ganz gut. Aber peu à peu bekommt er hier jetzt auch. Die hat schon 20.000 Hitpoints weg und das trotz Reparatur. Und jetzt auch noch unsichtbare Torpedos. Unsichtbar im Sinne von das dazugehörige Schiff. Also der Zerstörer, der fehlt noch. Aber schauen wir mal, was er jetzt mit der Nagato macht. Nagato lag eigentlich auch gerade ganz gut seitlich für ihn im Wasser. Die könnten auch schön kommen. Ja, nochmal 28.000 Damage. Und da die nächsten Tops, ja, da muss irgendwo einer der beiden Zerstörer sein. Fubuki oder Kagero. Wobei von den Tops her würde ich wahrscheinlich eher eine Fubuki vermuten. Pensacola rechts von ihnen, auf die er schießen kann. Miyoko, da ganz... da dreht die Miyoko gerade noch ab, ein bisschen weiter geradeaus. Und es wäre ganz schlimm geworden. Mal schauen, was er jetzt damit macht. Na, ein klein wenig drüber und drunter. Also sehr, sehr, sehr knapp. Da ist übrigens hinten die Fubuki zu sehen.
Also, jetzt wissen wir, woher diese Torpedos die ganze Zeit stammen. Und er hat es hier wirklich nicht schön. Also, das Fokusfeuer ist gerade definitiv auf ihm. Torpedos, Achter aus! Deswegen muss er jetzt auch abdrehen. Kann er jetzt auch nur noch mit den Heckgeschützen hier Torpedos, auf diese Achter Tirpitz aus! schießen. Ah, da gehen aber ziemlich alle ins Wasser, aber sein Hit wiederum auf die Tirpitz war recht überschaubar. Die Torpedos, da kann er jetzt nicht viel machen, die müssten ihn treffen. Und Alter, was ein Dusel, dass da der Torpedo gerade aufhört. Aber sehr schön gemacht. Man sieht auch, was das immer mal wieder bringt, dass man eben da sozusagen mit den Torpedos mitfährt, da dem Geschwindigkeit und diese Distanz von dem Ursprungspunkt, wo sie losgeschossen worden sind, zu maximieren. Ja, und somit kann man auch mal einen sicheren Torpedo-Hit, den er eigentlich hier hätte haben müssen, dann da umgehen. Jetzt fährt er unten fast ans Kartenende. Jetzt muss er da gleich mal aufpassen. Da die Nagato. Die wird jetzt mal wieder geschossen und jetzt dreht er bei. Ah, jetzt dreht er doch Richtung Backbord. Und was ist mit der Nagato da hinten? Bisher keine Einschläge. Ne, die haben wohl mal nicht getroffen, ausnahmsweise. Jetzt ist er hier am Kartenende, aber dreht auch schon bei. Jetzt hat er nochmal aber die Möglichkeit, auf die Nagato zu schießen und tut das auch. Die Türme vorne brauchen noch ein bisschen länger, bis sie dann rum sind. Und da kommt einer an. Naja, auch nochmal fast 4500 Damage. Also von dem her, mit einem kann man doch leben, besser als nix. Jetzt nochmal ein Hit, aber noch hat er ganze 42.000 Struktur, also da geht noch einiges. Unser Team hat die Führung übernommen. Na, jetzt auf die Tirpitz mal wieder. Oh, 14.715 und das bei 5 Zieltreffern ohne eine Zitadelle. Also, das war eine sehr schöne Ausbeute eigentlich. Die Tirpitz bekommt jetzt auch langsam richtig Probleme. Immer bei der Tirpitz so ein bisschen schwierig als Gegner, weil es für ein Schlachtschiff ja doch noch sehr schnell und sehr manövrierfähig ist. Also die so auszurechnen, dass auch die Hits immer gut ankommen. Hier in dem Fall 2 für 4.455. Die Benson schießt da kräftig auf die Tirpitz, will sie dann unbedingt zum Brennen bringen, natürlich. Unser Sieg ist in Sicht. Und jetzt muss er da mal langsam gucken, auf wen er schießt. Alles, die beiden da hinter der Insel, auf die kommen da nicht mehr drauf. Und da ist noch eine Pensacola, eine Iowa, aber sehr weit entfernt alles. Unser Sieg ist in Sicht. Ah, schön, er hat die versetzt geschossen da auf die Pensacola. Hat man gut gesehen, dass er da einen vorher, einen nachher abgesetzt hat. Oh, ich ahne fürchterliches für die Miyoko. Entweder jetzt kommt da vorne die Tirpitz und auf die geht er. Oder, und das befürchte ich fast, so wie man hier die Miyoko verfolgen kann, die Miyoko wird gleich ihr zeitlich segnen. 5 Kilometer, wenn der jetzt da um die Insel rumschaut,
ganz klarer One-Shot. Auf die Distanz, da gibt es nicht viel, was da verzieht. Auf die Wasserlinie halten und dann ist die Miyoko weg. Und es schaut tatsächlich danach aus, dass die Miyoko da jetzt gleich rumkommt. Oh Gott, tu's nicht, tu's nicht. Also tu's für uns schon, tu's für dich nicht. Ja, Miyoko ist dran. Ganz klar. Jetzt wird reingezoomt. Ihr seht, 2 Sekunden. Braucht man nicht lange vorhalten. Und da kommen die Schüsse, sie fliegen. Perfekt und... Alter Schwede. Gegnerischer Kreuzer versenkt. 3 Zitadellen. Vernichtender Schlag. Was soll man denn da noch sagen? Außer... Auf Wiedersehen. So, jetzt hat er da noch eine Ioma und eine Tirpitz. Und ich kann mir vorstellen, dass er sogar eher sich auf die Iowa da schießen wird, weil die hat ihm einfach die bessere Breitseite gezeigt. Und genauso ist es. Und deswegen... Oh, da auch nochmal 3 Zitadellen. Großkaliber, vernichtender Schlag. Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, das Replay, weiß ich ganz genau, geht bis 7.02. Oh, jetzt vernichtender Schlag oder beziehungsweise dicker Schlag von der Tirpitz. 7.02. Und... Das heißt, noch ganze 15 Sekunden. Dementsprechend wird wohl nicht mehr viel passieren und ich werde das hier jetzt beenden. Ich schau mal, ob die Torpedos ankommen könnten, ob die... Nee. So, ich muss es leider hier sehr, sehr, sehr langsam laufen lassen, weil sobald das Video nämlich vorbei ist, beziehungsweise abläuft, ist es nämlich dann rum. Dementsprechend jetzt hier die super Zeitlupe. Ich danke aber fürs Zuschauen. Ich kann euch sagen, es ist nichts mehr passiert. Gibt keine Hits mehr. Das Video wird einfach sich in 3 Sekunden beenden und dementsprechend ohne weiteren Vorgang ausgehen. Beziehungsweise hier sehen wir jetzt noch da die Zieltreffer auf der Tirpitz. 4 Stück an der Zahl. 5 sogar. Also von dem her, da ging noch ein bisschen was mit 9400 Schaden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.